Dann probieren wir das mal. Fackel benutzen mit Feuerpulver. Ich denke nicht, dass es eine sinnige Idee wäre, Feuerpulver zu verbrennen. Na gut, dann kriegt jetzt mal irgendjemand die Fackel in die Hand. Gerugon zum Beispiel hat eh kein Schild. So. Dann stellen wir mal kurz Gerugon nach vorne. Kohle untersuchen bringt nichts. Kannst du die Fackel benutzen? Ne, kann nur wieder irgendwas in seinem Inventar verbrennen. Ah. Kette benutzen? Kann nicht benutzt werden. Na gut, dann halt mal Tirik nach vorne. Wir können gar nicht mehr rüber gucken über das Becken. Oh ja, Gwendolyn muss nicht mehr vorlaufen, weil wir eh keine Türen mehr haben, außer vielleicht da unten. Aber Tirik entdeckt mit seiner Zwergnase vielleicht irgendwo etwas, was nicht hingehört. So, wir sind jetzt in dem Raum mit dem Altar, richtig? Nein. Aber wir sind im Raum mit irgendwas Spitzen. Das ist nicht so schlimm. Aber warum ist hier was Spitzes? Kohlebecken. Gwendolyn klemmt sich die Finger. Heller Fleck. Nichts Besonderes, schiebt zurück. Verschieben. Tirik klemmt sich die Finger. Heller Fleck. Nichts Besonderes, schiebt zurück. Und schon wieder was Spitzes. Was kann das für ein Raum gewesen sein? Oh. Das könnte irgendwie eine Alchemistenstube gewesen sein und hier sind überall Glasscherben auf dem Boden. Hier war das Werkzeug. Hier war noch mehr Werkzeug. Ihre Füße schmerzen. Oh oh. Das klingt nicht gut. Ziemlich abgelaufen. Tirik. Die Nägel sind schon aufgeplatzt und die Sohle haben bereits Löcher. Das hört sich fast so an, als wenn die, was auch immer hier auf dem Boden liegt, unsere Schuhe kaputt machen. Na gut, raus hier. Wir haben beide Kohlebecken abgesucht. Bleibt nur noch der Altarraum. Oder halt eine Etage tiefer. Also Osten, an der Wand lang. Kohlebecken. Zurückschieben. Mürrum klemmt sie die Finger. Heller Fleck, nichts Besonderes. Zurück. Das komische Ding hat sich immer noch nicht bewegt. Heller Fleck, nichts Besonderes. Wieder zurück. Es bleiben jetzt nur noch zwei Kohlebecken über. Es wäre sehr komisch, wenn unter keinem Kohlebecken was wäre. Tirik klemmt sich die Finger, heller Fleck, nichts Besonderes, schieben wieder zurück. Letztes Kohlebecken. Kurima klemmt sich die Finger, heller Fleck, nichts Besonderes, wieder zurück. Nö, die Kohlebecken sind einfach nur da. Wahrscheinlich könnte man sie entzünden, wenn das Feuerpulver nicht nass wäre. Aber das kriegen wir nicht trocken. Können wir das Feuerpulver vielleicht auf den Amboss legen? Das ist ja irgend so eine Art Fluxgestein. Feuerpulver, Gegenstand benutzen. Nö, zu nass und alt. Sonderbüchse. Benutzen. Nö. Na gut. Und auf unserer Rundreise haben wir nicht wirklich irgendwo einen Bereich gesehen, der aufgegangen ist. Also, schicken wir den Gwendolyn nach vorne und gehen mal eine Etage tiefer. Vielleicht finden wir da ja irgendwas, was uns hier oben weiterhilft. So, mal gucken, ob es hier unten immer noch so friedlich ist. Gleich eine Tür und ein Gang. Dann gehen wir doch erstmal den Gang lang. Oh. Schloss knacken. Wagenschmiere und eine Kurbel. Zwei Münzen. Aber Wagenschmiere und Kurbel, das klingt schon mal sehr praktisch. Wo ist die Wagenschmiere? Starker Heiltrank. Ah, da, Wagenschmiere.
geben wir auch mal zurück. Damit keiner überladen ist. Genau. So, was können wir in der Wagenschmiere und der Kurbel anstellen? Also den Amboss werden wir nicht bewegen können. Da wird irgendwo ein Schalter sein. Eventuell müssen wir es nachträglich schmieren, wenn da irgendwas verrostet ist oder eingeklemmt oder so. Aber allein mit der Schmiere werden wir ihn nicht bewegen können. Müssen wir den Schalter finden. Und für die Kurbel irgendein Loch. Noch eine Tür, noch... Die Tür sieht irgendwie kaputt aus. Aber gut, gucken wir es mal zu Ende. Noch mehr Türen und noch mehr Türen. Was sagt Terex Karte? Ganz viele Türen. Na gut, dann fangen wir mal an, die Türen aufzumachen. Klick. Oh. Direkt unter und über euch sind große Eisenkrampen in regelmäßigen Abständen in den Schacht befestigt, sodass sich eine provisorische Stiege ergibt. Der Schacht reicht in beide Richtungen weiter als der Schein eures Lichtes. Wollt ihr den Schacht hinaufsteigen oder hinabsteigen? Weder noch. Ist das irgendwie markiert? Ja, ist es. Wir könnten hier hochklettern und gucken, wo wir dann oben rauskommen. Aber wir haben oben nirgendwo einen Schacht gesehen. Aber alles schön der Reihe nach. Was haben wir hier? Ein Rattenloch. Zu euren Füßen entdeckt ihr halb in der Wand, halb im Boden eine handtellergroße Öffnung. Wollt ihr die Öffnung genau betrachten, hineingreifen oder die Fackel hineinstecken? Hineingreifen, da zögern unsere Helden irgendwie. Da muss mal vor ein paar Monaten was passiert sein. Wir gucken uns die Öffnung erstmal genauer an. Das Loch ist dunkel, ihr könnt nichts weiter erkennen. Fackel hineinstecken? Ein Quieken ist zu hören. Nahaha, nochmal reinstecken. Geh rüber und kein Sunder. Ich brauche eine neue Fackel. Gebt dem Gerogon eine Fackel, dann müssen die Biester ausräuchern. So. Gegenstand benutzen. Tirik entzündet die Fackel. Fackel hineinstecken. Es passiert nichts. Die Viecher sind also entweder tot oder weg. Jetzt greifen wir hinein. Gwendolyn tastet mit den Fingerspitzen einen Gegenstand, aber es gelingt ihr nicht, das Ding zu greifen. Plötzlich zieht sie die Hand ruckartig aus dem Loch. Irgendwas hat sie gebissen. Sie hat aber kein Wundfieber bekommen, oder? Nee, aber ihre Fingerfertigkeit ist immer noch eingeschränkt. Also sollten vielleicht jemand anderen das machen lassen. Fingerfertigkeit 13, 14. Mit keiner Höhe haben wir es 14. Irrumrum. Du darfst mal versuchen. Erstmal Fackel hineinstecken, Quieken ist zu hören und hineingreifen. Murmel tastet mit den Fingerspitzen einen Gegenstand. Mit viel Geschick gelingt es ihr, eine kleine Schatulle aus dem Loch zu ziehen. In ihr befinden sich ein paar Münze und ein kleiner Edelstein. Sehr schön. Edelsteine. 5 Unzen. Sehr schön. Das ist ein Viertelfund. Ein Viertelfund Edelsteine. Doch, schön. Und Münzen. Die können wir vielleicht noch ganz gut gebrauchen für den Altar. Na gut. Und wir haben 2 Biester getötet. Aha. So, wo geht's noch weiter? Überall. Gucken wir erstmal nach da. Also im Westen. Klick. Oh, 2 Truhen. Quellen. Schloss knacken, was haben wir denn da? Ein Kraftgürtel. 3 Stiefel, 3 Schilde, 3 Eisenschilde. Nee, der. Ein Eisenschild. Wir nehmen nur das, was wir wirklich brauchen. Dumm, die dumm. Gerogon, hier hast du dein Schild. Und. Gwendolyn, zieh mal das hier an. Klick. Sehr schön. Und Totenkopfgürtel bekommt... Salana hat schon. Dann halt Yalen. So, sehr gut. Also wenn wir jetzt nochmal einen Kraftgürtel finden, dann lassen wir ihn liegen. Weil wir sollten es echt nicht übertreiben. Für Quellen und Gerogon hat es wirklich Sinn gemacht, sie zu nehmen.
Und wir hoffen einfach mal, dass der liebe Gott da nicht so sauer auf uns ist. Aber mehr sollten wir echt nicht nehmen. Also nicht mehr Kraftgürtel. Ja, Kraftgürtel, Totenkopfgürtel, Kriegsbeil, Wurfaxt. Den Totenkopfgürtel nehmen wir noch mit. Den Kraftgürtel lassen wir liegen. Den Totenkopfgürtel bekommt dann Mürrim. Kann Mürrim nicht tragen. Okay, Hammer, Tirik. Totenkopfgürtel, Mürrim. So. Also ja, rein von der Spielmechanik her könnte auch einer der Magier das nehmen, einfach um mehr tragen zu können. Aber nee, das will ich aus rollenspieltechnischen Gründen jetzt nicht machen. So. Wir haben da noch die Osttür und da unten. Gucken wir uns erstmal die Osttür an. Wir haben hier gerade so schön hier oben alles freigeräumt. Osten da lang. Klick. Ah, will sie nicht. Klick. Also. Ein Gang, ein weiterer Gang und eine Tür. Gucken wir erstmal nach Norden. Und noch mehr Türen. Ach komm, schauen wir gleich rein. Wutentbrannt hämmert Gwendolyn gegen die unüberwindliche Tür. Die ist nicht unüberwindlich. Klick. Nö. Ha. Talana, mach du mal. Doch der Zauber misslingt und bleibt wirkungslos. Talana randaliert auch rum. Das probieren wir jetzt nochmal. Talana? Nein. Ha, das muss eine wichtige Tür sein. Haben wir unterwegs irgendeinen Schlüssel gefunden? Nee, die Lohwagenschlüssel ja, aber nichts hier drin. Okay, dann müssen wir uns halt anderweitig umsehen. Wir haben hier da noch einen Gang und hier links die Tür. Klick. Der will auch nicht. Klick. Also. Dachte schon. Oh, hier geht's runter. Wie viele Etagen hat das Ding eigentlich? Also ja, es ist eine Mine. Die müsste eigentlich ziemlich tief runtergehen, aber das sieht immer noch nicht wirklich nach einer Mine aus. Oh, Truhe. Hihihi. Knack. Ein Trinkhorn, Essgeschirr, Essbesteck, Wasserschläuche, Proviantpakete. Müssten wir alles noch haben. Aber gut zu wissen, dass es hier welches gibt. Klick. Oh, schon wieder so ein Loch. Mürrim nach vorne. Einmal ausräuchern. Quieken ist zu hören. Hineingreifen. Ah, wurde gebissen. Nee, ist in eine Rattenfalle getappt. Der verrostete Bügel hat sich ins Handfleisch geschnitten und es schmerzt fürchterlich. Autsch. Oh, da hat sie sich was zugezogen. Jallen? Talent anwenden. Talent anwenden. Krankheit heilen. Mürrim. Wundfieber. Ohne die Hilfe eines Heilers. Nicht gut. Also ja, wir sind in einer Zwergenstadt. Das heißt, es könnte hier irgendwo einen Heiler geben. Aber das ist echt nicht gut. Müssen wir uns jetzt hier beeilen oder wir gehen einfach wieder raus. Schauen wir uns erstmal kurz zu Ende um. Obwohl. Fackel reinstecken. Probier es nochmal. Schlimmer kann es nicht werden. Ha? Was war das gerade? Irgendwas dazu wissen. Ja, nee, das meine ich nicht. Bis ihr Arm ganz darin verschwunden ist, findet aber nichts. Nö, das Loch ist leer. Okay. Diese Löcher sind böse. So, Jallen, du kannst sie zwar nicht kurieren, aber du kannst ihr wenigstens den Arm verbinden. So. Oh, haben wir noch einen Krankheitstrank? Filialer Feuer, starker Heiltrank. Nee, haben wir nicht.
Schade. Na gut, wenn denn vor. Schloss knacken. Uff. Es sind viel zu viele Entscheidungsmöglichkeiten. Wir sollten uns zurückziehen. Also laufen wir jetzt. Ja, wir machen es so. Wir ziehen uns jetzt zum Eingang von dieser Binge zurück. Dann werden sich unsere Helden in der Stadt umsehen. Wenn sie da einen... Oh, wir können hier hochgehen, genau. Aber ja, die sehen sich in der Stadt um. Wenn da ein Heiler ist, versuchen sie, Mirum zu heilen. Wenn kein Heiler dort ist, dann werden unsere Helden zurück nach Gashok laufen, sich da heilen lassen, einen Heiltrank kaufen und dann wieder hierher zurücklaufen. Aber gucken wir mal. Erstmal Schacht hinauf. Es geht ein gehöriges Stück nach oben und das Klettern ermüdet. Schließlich erreicht ihr eine Öffnung, dass ihr durch den Schacht verlassen könnt. Und wir sind wo? Wir sind irgendwo. Hä? Hier geht's runter? Achso. Ach, das ist die Treppe. Okay. Also das ist keine richtige Treppe nach oben, sondern nur so ein kleiner Hubbel gewesen zu dem Schacht. Da könnten wir also schnell runtergehen. Okay. Dann probieren wir jetzt kurz mal die Tür zu öffnen. Vielleicht geht's ja doch irgendwie. Nee, kein Schlüssel passt. Okay, Talana. Bewegung. Transversalis Teleport. Nein. Talana kann sich nicht auf den Zauberspruch konzentrieren. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Noch einmal? Komm, wir müssen hier raus. Transversalis Teleport. Nein. Wir stecken echt hier drin fest. Das ist gar nicht gut. Ja, so viel dazu, dass unsere Helden jetzt nach Gashok gehen oder sonst wo, um Mirum zu heilen. Wir müssen uns jetzt einfach so schnell beeilen, dass Mirum erstmal nicht hier drin stirbt und dann auch noch kräftig genug ist für die Reise nach Gashok. Oder wohin auch immer. Es könnte übel werden. Aber na gut, hilft nichts. Speichern. LP 072. Und wir sehen uns gleich wieder.